komm mal. Ja, da komm mal, Dennis. So. Was wir natürlich noch gar nicht gemacht haben, wir haben eigentlich hier noch gar nicht das Team vorgestellt. Wollen wir mal heute ganz kurz nachholen. Da gibt es ja gar nicht so viel zu sagen. Wir fangen mal mit dem Wichtigsten, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also man kann ja den Sohn nicht vernachlässigen und den Geschäftspartner. Also gut, wir fangen mal an mit dem lieben Wolfgang. Der Wolfgang ist mein Geschäftspartner hier. Und wir kennen uns seit über 40 Jahren, ja, das möchte ich ja so mal betonen. Wir sind nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Kumpel. Ist jetzt so lange schon wieder her? Ja, so lange her. Das ist so ein alter Sack. Wie die Zeit vergeht. Ja. Aber du siehst älter aus. Beide alt, ja. Der liebe Wolfgang ist also mein Geschäftspartner, mit ihm zusammen und eigentlich muss man ganz fairerweise auch sagen, mit dem Dennis, der inzwischen Geschäftsführer ist hier. Genau, jetzt Stift, jetzt Führer. Ja, genau. Gearbeitet. Quasi. Der Dennis hat ja hier gelernt, Einzelhandelskaufmann, Bürokaufmann, ja. Entschuldigung. Und hat eigentlich ja die Firma genauso mit begleitet beim Großwerden, wenn man von groß sprechen darf. Wie der Wolfgang, also wir waren eigentlich immer die dreijenigen, die hier für Entwicklung gesorgt haben. Ich nenne es einfach mal Entwicklung gesorgt haben. Und Wolfgang hat damals mit mir bei der Firma JE Computer gearbeitet. Irgendwann hatten wir keinen Bock mehr auf die wilde Konstellation in dieser Firma und haben gesagt, wir machen unser Hobby zum Beruf. Ja. Und dann ging es los. Aus einer Garage in eine größere Garage, in einen weiteren Raum mit noch weiteren. Und irgendwie war das dann doch eine ganz schön große Nummer, bis wir dann vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren dann hier in die Nonnenallee gezogen sind. Hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann so angerissen oder hatten wir schon mal angerissen in einem der ersten Videos. Kernaufgaben sind eigentlich ganz locker verteilt hier. Dennis und Wolfgang machen alles, du machst nichts. Ja, stimmt. Ja, okay, kann man so sagen. Lustig quatschen vor der Kamera, aber ich glaube, das kriege ich ganz gut hin inzwischen. Professionell. Genau. Ja. Nein, der Dennis macht also im Grunde genommen alles von der Kundenannahme, Überrechnung schreiben, Teilebestellung etc. Also alles das, was am Desk vorne so anfällt. Genau. Wolfgang macht das Gleiche. Macht im Grunde das Gleiche. Ist auch unser Mann, wenn es darum geht, mal Motorräder abzuholen oder wegzufahren, weil er ist gerne unterwegs, muss man sozusagen. Ist ein Link. Also das heißt, alle Außendienstarbeiten, die so anfallen, wird er dieses hübsche Gesicht, kriegt er Punkte für? Ja. Nimm dir einen Kaffee. Werde also den Wolfgang meist antreffen, es sei denn, er ist mal wieder im Urlaub, dann mache ich die Geschichten. Dennis ist also eigentlich der Mann, der hier immer arbeitet. Quasi. Wie schon im letzten Video, Dennis ist der, der immer da ist und immer arbeitet. Ja, bleibt eigentlich nur noch mein Part übrig in dieser kleinen Firma. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ja, du machst auch wichtige Sachen. Mir fällt das nicht ein, nicht. Sehr, aber du machst die sehr nett ausgedrückt. Also was mache ich? Ich mache so eigentlich die ganzen Marketingaktivitäten, kümmere mich um die ganze EDV-Technik hier. Sehr wichtig. Sehr wichtig, genau. Und habe so manchmal Ideen, wie zum Beispiel so einen YouTube-Kanal, kümmere mich um Kooperationsverträge und solche Geschichten. Also alles das, was im Grunde genommen so im Hintergrund passiert, spiele ab und zu mal Feuerwehr, wenn das in der Werkstatt nicht klappt, wo man doch mal eingreifen muss oder mal eine gute Idee braucht. Weil ich habe generell nur gute Ideen. Wir lassen es mal so stehen. Warum Stille? Ja. Stille ist blöd. Ja. Okay, ja, also das zu meiner Person. Insofern denke ich mal, das war eine kleine Einführung. Ich würde mich über Kommentare freuen, über Abos natürlich. Wieder Hinweis, Abos kosten nichts. Wir brauchen 1000 Abonnenten zum Jahresende, dann gibt es eine kleine Verlosung, gibt was ganz Tolles. Hat eventuell was mit dem zu tun, was man ganz weit hinter mir im Hintergrund sieht. Fängt mit S an und hört mit R auf. Insofern lasst euch überraschen, aber wie gesagt, die 1000 Abonnenten müssen sein, sonst wird das eher schmal ausfallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis dann.